glaube, es ist einfach genau wie mit der Haltung als Deutschen schon hat. Genau. Also im Sinne dessen, wie wir beten, und mein Verdacht ist manchmal, dass wir auch als Coaches immer noch als Wissende dastehen. Und an der Stelle, wo ich einen Ratschlag gebe, kann mir eben jemand sagen, das passt nicht. Ja? Ja. Aber dann muss ich die Haltung haben, eben zu sagen, ich biete es dir an. Und das genau. Und dass du sagst, ist es nicht. Ja. Und da finde ich manchmal diesen Aspekt, eben auch als Coach immer noch zu denken, ich bin eigentlich bin ich schon derjenige, der es mag. Auch wenn ich ganz viele Fragen drumherum stelle und meine Hypothesen. Das finde ich bei Ihnen ganz schön, dass irgendwie klar ist zu sagen, ist es meine Haltung. Ja. Dass jemandem sagt, du bist es meins, aber genau. Es muss nicht deins sein. Also es soll ja auch Coaches geben, die dann als Geschäftsführer geendet sind, ne? Aber manchmal auch geendet sind. Ne? Das sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Ne? Entschuldigung, ich glaube, hinten war noch irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer. Das Thema Anschlussfähigkeit spielt auch eine große Rolle. Genau. Also, du musst es auch einfach manchmal machen, als Wahrschaften überhaupt, dass eine Akzeptanz Und dieser Anschluss geht halt sehr viel schneller, wenn ich was Überraschendes vorschlagen kann. Oder einfach, so eine Idee wäre ja gar nicht so schnell gekommen. Ich suche halt oft nach kreativen neuen Ideen, nach wie man so eine Situation noch bewältigen kann. Ja. Jetzt war, ich glaube, hier hin und dann sehe ich irgendwie, sorry, ich habe die Reihenfolge nicht ganz im Kopf. Ja, ich würde gerne eine Stelle anknüpfen, nämlich die Frage, wenn Sie als Ratschläger auftreten, mit dem psychologischen Hintergrund, und auch die entsprechende Akzeptanz beim Klienten dort gefunden haben. Und der fragt sich plötzlich zur Unternehmensstrategie, zur Organisationsstruktur oder zur Prozessgestaltung. Da kann ich mich gut zurückhalten. Ja. Ich habe dann eine Zuschreibung zum Beispiel nach dem Hotel, der Rat kompetent ist, für sich selber und für die Klienten da. Das ist natürlich der Punkt, ich muss meine eigenen Grenzen kennen. Ja? Und zur Strategie, ich meine, ich kann ganz gut denken und ich kann in meinem eigenen Unternehmen die Strategie auch ganz gut hinkriegen, aber ich bin nicht der Fachmann dafür. Das wäre nicht das, wo ich den Leuten empfehlen würde, unbedingt meinen Ratschlägen zu folgen. Da frage ich dann wieder eher. Da stelle ich wieder eher hinterher Fragen. Das heißt, ich muss schon auch sehr genau wissen, wo kann ich wirklich auch, habe ich auch was anzubieten unter Umständen und wo nicht. Ja? Und unter Umständen kann ich das Coaching gar nicht machen. Wenn da im Vordergrund steht, dass es um eine Unternehmensstrategie geht, bin ich unter Umständen ein völlig falscher Coach. Ja. Ich habe die Frage, inwieweit ist es eigentlich auch Intuition? Weil es hört sich für mich auch schon an, dass Sie am Anfang so agiert haben, wie Sie heute coachen. Und es ist ja viel, muss ich vielleicht aus dem Bauch raus sagen, jetzt ist da ein Ratschlag gut. Und das nicht mehr analysieren, bin ich jetzt der Ratschlagende oder der Prozessbegleiter? Nee. Und dann würde ich schon sagen, das ist ja das implizite Wissen, was Sie über Jahre aufgebaut haben, was so mit dem Thema auch Haltung zu tun hat. Spielt sicher eine Rolle, die Intuition, aber ich versuche schon auch wirklich sehr genau, mich selber im Prozess zu beobachten. Also ich glaube ja sowieso, dass für einen Coach ein ganz, ganz wesentliches Instrument ist die Selbstreflexion. Also zu lernen, sich selber zuzuschauen bei Dingen, bei seinem eigenen Denken, also es sind eher meditative Haltungen, sich selber bei seinem Denken zuzuschauen, das, was man auch als Achtsamkeit bezeichnet. Ja? Weil wenn ich meine eigenen Prozesse nicht im Griff habe, ich behaupte, die ganzen Coaching-Tools sind immer nur so gut wie die Persönlichkeit, aus der heraus ich sie halt auch anwende. Das Tool an sich ist ein Tool. Damit kann ich, es wie ein Küchenmesser, kann ich jemand erstechen und dann kann Kartoffeln schälen damit. Das sagt noch nichts über das, was rauskommt. Die Frage ist, mit welcher Haltung arbeite ich da und wie gut kann ich mich selber in diesen Prozessen reflektieren. Das macht für mich Coaching übrigens wirklich richtig anstrengend. Weil das mache ich im normalen Gespräch nicht, da rede ich einfach. Aber im Coaching-Gespräch muss ich immer und immer wieder durchscannen, wo stehe ich gerade, was passiert gerade mit unserer Beziehung, springen in mir irgendwelche alten Teile an, die da nicht hingehören und so weiter. Wenn ich sowas merke, werde ich deutlich vorsichtiger mit Ratschlägen und sowas. Jetzt war noch, Sie hatten wir schon? Nee. Nur dazu, weil ich das oft höre, dass Ratschläge erlebt werden als eine Bevormundung. Als ist das so? Ja, ich habe es schon verstanden, ich frage mich nur. Ich erlebe es vielmehr so, dass es bevormundender ist, wenn ich eigentlich eine Idee habe, was richtig wäre, aber ich traue mich nicht mal oder ich traue genau. Dem anderen nicht zu, dass er Nein sagen könnte, dann habe ich das Gefühl, dass eigentlich keine Begegnung auf Augenhöhe da. Genau. Also Ratschläge wären da problematisch, wo ich sage, junger Mann,
hören Sie mal auf mich. Ja? So, da sagen sie, da passiert auf der Beziehungsebene was, ich mache sie halt klein. Und das ist das Problem, nicht der Ratschlag da drin. Das ist wie wenn die Mutter irgendwann noch sagt, zieh dir einen Schal an, es ist kalt draußen. Ne? Der Schal ist nicht das Problem. Die Beziehungsgestaltung ist im Moment das Problem. Frau Wohinra. Ich weiß. Generell würde ich nichts sagen. Bei mir ist es so. Also ich gebe das, diese Freiheit den Leuten, auch in meiner Supervision. Ich habe ja zum Teil auch Leute in Supervision, die woanders Ausbildung gemacht haben. Ich erlebe generell große Erleichterung. Ich habe einen Fall, wo ich eine firmeninterne Zusatzausbildung mache. Die Leute haben schon eine Ausbildung gemacht, wo sie eben genau nur Fragen gelernt haben. Und die sind richtig happy gewesen, als ich gesagt habe, warum sagen sie nicht gleich, was sie dem sagen wollen? Ich höre es doch eh schon die ganze Zeit. Und, ach Gott, das darf man. Und haben das als sehr hilfreich erlebt. Und das, was sie gelernt haben in der anderen Ausbildung, ist sehr gut. Also sie haben wirklich super Fragen gelernt, Beziehungen gestartet, all diese Dinge, die wichtig sind. Aber sie kommen dann manchmal wirklich in eine andere Form von zirkulären Fragen, wo sie dann irgendwie im Fragen hängen bleiben und genau merken, der Prozess geht nicht richtig weiter. Und da sind dann andere Dinge manchmal ganz hilfreich. Also ich habe das früher übrigens gesagt, ich setze jetzt meinen anderen Hut auf. Ich habe das früher angekündigt, das mache ich heute nicht mehr. Ja, eben. Das war für mich der erste Kompromiss. Ja, genau. Bloß kein Ratschlag. Genau, es kommt da nicht von mir, es kommt von einer Projektion oder so. Das ist das, was ich den Leuten empfehle. Das ist das, was ich den Leuten empfehle, wenn sie Schwierigkeiten haben, mal heftiger zu konfrontieren. Also viele glauben ja, Coaching ist immer nur dieses hier. Ne? Ich sage, Coaching ist manchmal auch ziemlich hart und kann auch mal sehr klare Worte beinhalten. Manche fürchten, dass die Beziehung zu Schaden geht und sage ich mal, sie ist in der Projektion. Sagen sie, wissen Sie, was mein früherer Chef zu Ihnen gesagt hätte in der Situation? Der hätte ganz klar gesagt, so jemand wie Sie brauche ich gar nicht. Hab nicht ich gesagt, kann ich noch hinterher schieben, kann sagen, ist ein harter Hund, ne? Aber die Botschaft ist im Raum, ja, dass das vielleicht einfach wirklich sich da gerade jemand nicht so ganz optimal verhält vielleicht. Ne? Und vielleicht bei seinem Chef ähnliche Dinge ablaufen. Ne? Und wenn man sich zutraut, kann man es selber machen. Gehen Sie mit dem Ratschlag fallen. Es kann ja sein, dass Sie in einer zwei oder drei Coaching-Sitzungen Ratschläge geben, die jetzt in der vierten Sitzung kommen und denken, ja, jetzt gibt der Inhalt hier einen Ratschlag. Also die kann man natürlich entmutigen und die kann man auch mal ansprechen als Prozess. Wenn wir sagen, irgendwie haben sie scheinbar so einen Automatismus jetzt eingebaut. Oder ich gebe Ratschläge, die er nicht hören will. Wie? Denken Sie mal selber nach. Soll helfen. Ganz schlimm ist, wenn ich vorher sage, ja, werden Sie denn machen, was ich sage? Da werden schon manche misstrauisch. Und dann sage ich zum Beispiel, denken Sie mal selber nach. Soll in manchen Fällen wirklich gut helfen. Ich finde Ihr Ansatz davon nochmal so ein Füllzahl gerade kurz, wo man gesagt hat, eben also pragmatisch, wo du gerade schon mal gesagt hast, aber ich würde auch nochmal zu bedenken geben, dass die Zielgruppe, die wir im Coaching haben, häufig nicht mehr Trainingsbesucher sind. Das heißt, so ist es. Nicht selber exkludieren davon oder eben auch nicht mehr so gezielt angesprochen werden, sodass einfach Trainingsanteile im Coaching mir sehr wohl vertraut sind. Und ich verstehe das Ganze auch sehr pragmatisch. Wie gesagt, ja. Ich nehme mal den Begriff von Günter Schmidt. Wir sind Möglichkeitenkellner. Wir laufen rum und haben kriegen ständig mal wieder ein paar Häppchen. Das verstehe ich auch unter Vorschlägen. Wichtig ist halt die eigene Distanz, um mit keinem Vorschlag verliebt zu sein. Aber ich würde so auch gerade die Trainingsanteile auch nochmal sehr unterstützen. Ja. Und ich habe halt auch ganz banal bei mir selber hingeguckt und habe mich gefragt, ist es bei mir so, dass ich es nicht leiden kann, wenn ich einen guten Ratschlag kriege von jemandem, den ich für bedeutsam halte. Nee, ich suche die ganz oft und habe unglaublich viel davon profitiert, weil ich muss da nicht alles selber erfinden. Und finde es sehr hilfreich und sage dann, das setze ich um, probiere ich aus. Und wenn ich dann scheitere, können wir auch noch mal drüber reden. Aber ich nenne es schon richtig bei manchen so eine Ratschlagsphobie. Die dann in ganz seltsames Verhalten mündet, wo ich sage, das ist dem Coaching auch nicht mehr zuträglich, weil irgendwann läuft dann in der Beziehung einfach was gründlich schief. Jetzt habe ich da drüben eine Ecke noch. Wir bilden selbst Vertriebscoaches aus. Ich fand sehr gut und sehr schön dargestellt, wie wichtig es ist, dass der Verkäufer manchmal in so einem Atom die Rolle eines Coaches auch hat, also die Haltung einnehmen muss, wenn er wirklich was verkaufen will. Auf der anderen Seite ist es durch Ihre Präsentation, glaube ich, auch deutlich geworden, dass es ganz anders gemacht ist, dass der Coach immer mehr auf die Rolle eines Betreuers interessant ist, also hat ihn gehalten. Ja. Oder? Ja. Also ich habe in meiner Ausbildung,
Ich glaube, es war in meiner ersten Ausbildung, hatte ich zwei ehemalige Vertriebler mit drin. Und die haben dann irgendwie so die Haltung gekriegt, oh, dieses Coaching, das lerne ich nie. Also das ist so was Heiliges, Besonderes, das für so einen Verkäufer, ehemaligen Verkäufer wie mich, das gar nichts. Da habe ich irgendwann gesagt, schauen Sie, ein gutes Coaching-Gespräch ist nicht anders als ein gutes Verkaufsgespräch. Wir nennen die Dinge nur anders. Sie gehen hin, Sie machen eine Eröffnungsphase. Ne? Wir nennen das Joining oder wie immer Anschluss finden. Dann machen Sie eine Bedarfsanalyse, wenn Sie es gut machen. Wir nennen das halt Problemanalyse. Ne? Und dann machen sie aufgrund dieser Bedarfsanalysen ein brauchbares Angebot. Sag ich, das mache ich zum Teil auch. Und dann wissen sie aber auch, dass es nichts macht, dass sie ein super Angebot haben. Der Kunde muss kaufen und er hat vielleicht auch Einwände, mit denen sie umgehen müssen. Das muss ich ja auch. Ich kriege auch Einwände zu vielen Dingen. Und am Ende muss mir klar sein, der Kunde entscheidet und nicht ich entscheide darüber, ob mein Vorschlag gut war oder nicht. Sondern er entscheidet dadurch, dass er ihn übernimmt und umsetzt und damit erfolgreich ist. Ja. Insofern sind da ganz viele. Und dann konnten die plötzlich sich einlassen, auf das sie vielleicht doch lernen könnten an der Stelle. Ja, hier noch eine Frage. Ich würde vielleicht gerne noch einen Kontrapunkt setzen. Ja? Ich habe das eine Ende beschrieben. Das eine Ende ist ja diese Ratschlagsphobie. Das andere Ende, finde ich, ist an der Stelle, wo die Selbstreflexion nicht erhöht ist, aber wo der Coach sich natürlich richtig klasse fühlt. Wenn er nach so einer Veranstaltung jemandem zwei, drei Tipps gegeben hat und die sind dankbar aufgenommen worden, das läuft jetzt nicht gut. Also der Belohnungswert und die Selbstwertsteigerung, die da drin für den Coach, die halte ich zumindest für verführerisch. Ja, aber nicht verboten, oder? Also ich habe gerne Erfolgserlebnisse auch im Coaching. Ich gebe Ihnen recht, dass es natürlich verführerisch ist, dass man anfällig wird unter Umständen für das Spiel. Sie sind wunderbar, Herr Professor, und nur Sie können mir helfen. Ja. Aber da kriegt man meistens sehr schnell wieder Bodenkontakt, wenn man dann merkt, dass das auch nicht funktioniert, wenn man mit der Haltung reingeht, dass das auch nur ein Spiel ist und einen hohen Preis man dafür bezahlt, dass man auf irgendeine Säule gesetzt wird und der Fall darunter meistens ziemlich hart ist. Dann, oder man sehr anstrengen muss sich da oben, um da oben stehen bleiben zu können. Ne? Dann. Ich finde so die Herausforderung, nicht in so eine Tippkultur zu kommen, also nicht zu sagen, ich bin dann ein guter Coach, wenn ich mir richtige Tipps rausgehauen habe. Wenn ich für alles eine Lösung habe. Genau, ne? Also ich bin ein Riesenfreund davon, die eigenen Ideen zur Verfügung zu stellen und Dinge zu verknüpfen mit der Selbststeuerung des Gegenübers. Und dann sind wir nämlich in einem Genau. Genau. Das ist eigentlich gar nicht mehr die Frage, haben wir jetzt einen Ratschlag erteilt genau. oder haben wir einen kreativen Prozess gestartet, genau. den wir dann auch ins ganz Praktische runtersteuern können. Und dann, finde ich, kommt man eigentlich aus dieser Versuchung über, so ist das, sich zu definieren als Coach heraus. Wenn man sich dann Bescheidenheit entwickelt, zu sagen, ich gebe einen Impuls, koppel den Rück. Genau. Ich brauche das permanente Feedback. Das heißt, es wird sowieso ein gemeinsamer Prozess. Ich kann es allein gar nicht. Ja, wenn der da sitzt, mich groß anguckt und keine Miene verzieht, dann komme ich nicht weiter. Das heißt, wir werden es immer gemeinsam machen und dann kann ich es auch anpassen und gucken, passt das für das System da drüben, dass ich so einen Vorschlag mache, kann das was mit anfangen. Gunter Schmidt hat es in meiner Ausbildung mal irgendwie geschildert, dass der Klient eine Blackbox ist und wir können einfach nur eine anregende Umgebung sein. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Wie bin ich denn eine anregende Umgebung? Und dann muss ich aber gucken, was macht die Blackbox da drüben damit? Und ich habe einen Horror vor den Leuten, die immer genau wissen, was für die Leute gut ist. Aber ich glaube, man beschränkt sich auch sehr, wenn man sein eigenes Ideenreichtum einfach rausnimmt aus dem Coaching. Ich glaube, es ist für den Coach nicht gut und es ist für den Coachee auch nicht gut. Eins? Ich habe noch einen Zusammenhang mit den provokativen Formen des Coachings, weil da stellst du ja relativ wenig Fragen, da schießt man auf den Busch und guckt, ob ein Hase herausläuft. Man macht unnütze Vorschläge, um Suchprozesse auszulösen. Ja. Man muss halt vorher eine sehr gute Beziehungsebene aufbauen. Aber da gibt es schon eine Verwandtschaft auch. Ja. Also ich arbeite gelegentlich auch provokativ. Kann auch sehr konfrontativ manchmal sein im Coaching. Aber ich brauche immer das Feedback. Also ich bin inzwischen wirklich ein Fan von der Resonanz. Also zu schauen, welche Resonanz löse ich auf der anderen Seite aus. Und das ist wie bei dem Kinderspiel. Ich mache die Augen zu und suche irgendwas und ihr sagt heiß, ganz heiß, kalt. Ne? So. Und die Botschaften kriege ich ständig vom Coachee. Ich tue irgendwas und dann merke ich schon,
scheint jetzt nicht so gut anzukommen. Müssen wir vielleicht mal gucken, weshalb es nicht so gut ankommt. Vielleicht sprengt es das Rähmchen, ne, das Bezugsrähmchen. Ich merke, ich muss was anderes tun, das war es jetzt nicht. Und da kann mir dann wirklich wie in so einem Trichter die Seitenwand hilfreich sein, auf den Punkt zu kommen. Was ich so mitkriege, ist, die anderen machen schon Kaffeepause. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich war letztens bei Schweizer. Ich war letztens bei Schweizer Kabarettisten, bei dem Ursus und Nadeschkin, vielleicht kennt ein oder andere. Die haben dann am Ende gesagt, so, liebe Leute, und jetzt ist der Moment eingetreten, wo ihr wieder selber mit eurem Leben klarkommen müsst.